Feste Pflegeprodukte sind ja gerade ziemlich gefragt, würde ich mal sagen. Und es ist ja wirklich eine ganz wunderbare Möglichkeit, weil feste Pflegeprodukte relativ müllfrei produziert werden können, keine Plastikverpackungen brauchen und weil man die einfach überall super mit hinnehmen kann. Deswegen habe ich euch auch ein Rezept oder möchte ich euch ein Rezept vorstellen für feste Deo-Pflege eigentlich. Also man hat dann so ein festes Stück Deo in der Hand, ähnlich wie bei einer festen Stück Körperbutter oder wie beim Shampoo-Bar. Was braucht man da jetzt? Wir brauchen natürlich Konsistenzgeber, also pflanzliche Fette am besten. Und zwar verwende ich da ganz gern die Shea-Butter und die Kakaobutter. Das in Kombination mit Bienenwachs oder natürlich mit einer veganen Alternative. Und das werden wir im ersten Schritt jetzt im heißen Wasserbad, was ich schon mal aufdrehe und vorbereite, schmelzen. Wir beginnen mit dem Bienenwachs, der ja die höchsten Temperaturen verträgt. Oh. Waage einschalten, wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Gut. Dann kommt das schon nochmal ins Wasserbad. So, im nächsten Schritt werden wir Shea-Butter und Kakaobutter dazugeben. Sehr gut. Ja, das Bienenwachs braucht eh noch ein bisschen, dann stellen wir das kurz beiseite. Es kommt dann auch noch ein bisschen ein pflegendes, flüssiges Pflanzenöl dazu, wo ich ganz gern Jojobaöl nehme, aber da kann man auch jedes andere flüssige Öl nehmen, was man gerne für die Hautpflege verwendet. Man könnte Olivenöl nehmen, Sonnenblumenöl und man braucht da wirklich nur ganz wenig davon. Das geht sich ganz genau aus. Übrigens als Tipp, wenn eine Flasche mit Öl leer wird, ich stelle das ganz gern über Nacht oder für mehrere Stunden auf den Kopf und muss es meistens so dagegen lehnen, weil in der Flasche meistens nur relativ viel Öl drinnen ist, was sich dann im Deckel sammelt und die Reste kann man dann nur immer zum Abschminken zum Beispiel verwenden oder einmal zum Eincremen der Hände oder für Gesichtsöle oder dergleichen. So, das kommt auch auf die Seite. Dann schauen wir, wie weit das Bienenwachs ist. Ja, das schaut schon sehr gut aus. Man kann jetzt in so einer Deo-Bar natürlich auch noch Kräuter mit einarbeiten, was ich ganz gern mache, weil das Ganze dann ja auch netter ausschaut und man kann die Wirkung auch noch ein bisschen erweitern. Und der Klassiker unter den Schweißkräutern, würde ich jetzt sagen, ist ja der Salbei, der die Schweißproduktion ein bisschen verringern kann. Der hat Gerbstoffe, die auf die Haut zusammenziehend wirken und deswegen werden wir ein bisschen an Salbei auch noch mit in das Deo-Bar geben. Da nimmt man einfach getrockneten Salbei, den man vorher ein bisschen mörsert und durch ein Sieb werden wir den dann zur flüssigen Masse mit unterrühren. Dann stellen wir dabei mal nur beiseite. Also das Bienenwachs ist jetzt so gut wie flüssig. So, kleines Brösel ist noch, da muss man schon genau sein, weil sonst hat man einfach das feste Stück Bienenwachs dann im Produkt drinnen, was man ja nicht haben möchte. So, dann kommen Kakaobutter und Shea-Butter mit rein. Da reicht dann wahrscheinlich die Restwärme auch schon aus. Also ich habe jetzt das Wasserbad auch schon zurückgedreht, also abgedreht. Ja, und da warten wir jetzt einfach ganz kurz, bis das geschmolzen ist. Ja, und wenn dann Bienenwachs, Shea und Kakaobutter miteinander verschmolzen sind, können wir das Gefäß aus dem Wasserbad rausnehmen. Dann kommt das Jojobaöl dazu.
Das rührt man dann gut unter. Und bevor jetzt Natron dazukommt und die Speisestärke, lassen wir es ein bisschen abkühlen, weil ja Natron nicht so stark erhitzt werden sollte. In der Zwischenzeit kann man aber schon einmal den Salbei mit dazugeben. Einfach am besten durch ein Sieb, damit es schön fein ist und damit man Stängel und so nicht dann im Deo-Bad drinnen hat. Kann man ein bisschen mit dem Stößel nachhelfen. Dann einfach den Salbei gut einrühren. Dann immer wieder schauen, wie die Temperatur ist. Es ist noch relativ warm. Was ich vorher verschwiegen habe bei der Vorstellung der Zutaten, ist, dass ich natürlich auch ätherische Öle verwende. Ich nehme ganz gerne eine Mischung aus Rosmarin und Lavendelöl. Habe ich beide jetzt schon ein paar Mal vorgestellt. Beide sind hautberuhigend. Das Rosmarinöl hat auch was Anregendes und passt geruchlich einfach sehr gut da in das Deo-Bar mit rein. Man könnte aber natürlich auch ätherisches Salbeöl zum Beispiel nehmen. Ja, das schaut jetzt schon besser aus. Jetzt kommt Natron mit rein. Und dann nur die Speisestärke. Die Speisestärke hat auch da wieder eigentlich nichts mit der Wirkung zu tun, sondern es fühlt sich einfach auf der Haut und beim Auftragen dann sehr angenehm an. Das Ganze schön unterrühren. Und auch da ist es jetzt so, wenn die Masse ein bisschen abgekühlt ist, kann man das ätherische Öl mit dazugeben. Was natürlich optional ist. Also man muss kein ätherisches Öl verwenden. Es unterstützt aber die Wirkung und bringt dann nur einen angenehmen Duft mit rein. Ja, die ätherischen Öle werden dann auch noch gut eingerührt. Und ähnlich wie bei der Deo-Creme sollte man jetzt auch da wieder schauen, dass man es unterrühren ein bisschen abkühlen lässt, damit das Natron nicht am Boden absinkt. Man kann sich auch da mit einem Wasserbad natürlich wieder behelfen. Aber ich werde euch in der Zwischenzeit nur kurz erklären, wie es jetzt weitergeht. Damit wir jetzt so ein schönes, festes Stück haben, müssen wir ja die flüssige Masse wo abfüllen. Und da kann man Silikonformen nehmen, man kann Joghurt, Plastikbecher nehmen, Eiswürfelförmchen, irgendwas, wo man es einfach dann gut rausdrücken kann. Und wichtig ist, die Form vorher auf ein Brett zu stellen. Weil wenn man da einmal die flüssige Masse drinnen hat, dann kann man das eigentlich nicht mehr transportieren, weil man alles wieder ausschütten wird. Und wenn man das dann eingossen hat, eben am besten mit Unterlage, dann stellt man das Ganze für Minimum eine halbe Stunde ins Tiefkühlfach und lasst es dann am besten im Kühlschrank nur mehrere Stunden auswerten. So, das schaut eh jetzt schon recht gut aus. Werden wir jetzt da in die Förmchen gießen. Gut, alles eingefüllt, ab damit in den Kühlschrank bzw. ins Tiefkühlfach.